freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu einem neuen Kraftwerk. Und heute heißt der Satz, auch du bist berufen zum Heilen. In Markus 16, die Verse 17 und 18 lesen wir, dass Jesus seinen Nachfolgern sagt, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ich las von Daniel Kolender ein paar Sätze, wo er sagt, Jesus gab uns ein dreifaches Vorbild. A, wie man predigt, B, wie man lehrt und C, wie man heilt. Und Heilung soll ein Teil unseres Christlebens sein. Wo immer du bist, gib Jesu Heilungskraft weiter. Die Verheißung, die Jesus hier gibt, richtet sich nicht an Apostel oder an Spezialpropheten, sondern an alle Christen. Dämonen austreiben ist unter den Geistesgaben 1. Korinther 12 und 14 gar nicht erwähnt, sondern offensichtlich möchte Jesus hier klar machen, jeder Gläubige hat Autorität, das im Namen Jesu zu tun. Wenn wir hier lesen, sie sollen in anderen Sprachen sprechen, das ist, was zu Pfingsten passierte, als alle Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie ihnen der Heilige Geist gab, auszusprechen. So lesen wir das in Apostelgeschichte 2. Oder auch die hier beschriebenen Wunder, nämlich sie werden Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden, sie werden giftige Schlangen aufheben. Hier redet die Bibel von übernatürlichem Schutz, den jeder Gläubige haben soll. Jeder, der das Evangelium weitergibt. Die logische Folge ist, dass auch die Zusage, die dann am Schluss kommt, nämlich den Kranken die Hände aufzulegen, damit sie Genesung erleben, auch die gilt jedem Gläubigen. Und als ich das verstanden habe, dass das Gottes allgemeiner Wille ist für jeden Christen, hat es mich auf einen Gedanken gebracht. Nämlich, die Zeichen der Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist, sie folgen den Gläubigen. Das heißt, ich handle im Glauben, indem ich zu einem Kranken hingehe und für seine Heilung bete. Und der Heilige Geist fühlt sich von diesem Glauben inspiriert und kommt dazu und tatsächlich göttliche Heilung kommt. Mein Glaube bewegt, aktiviert den Heiligen Geist zu handeln. Und noch was fiel mir auf. Die Zeichen folgen nicht den Zweiflern oder den Kritikern, sondern den Glaubenden. Und Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Rema Gottes. Das heißt, Glaube entsteht immer, wenn du in der Nähe Gottes bleibst, sein Wort hörst, seinen Willen erkennst und dann gemäß dem Willen Gottes handelst. Deshalb, wann immer es passiert, dass dir keine Zeichen folgen, frag dich im Gebet, habe ich den Heiligen Geist gehört? Habe ich den Willen Gottes erkannt? Bin ich auf der Spur, die Gott gerade verfolgen will? Glaube ist mit voller Überzeugung, glaube ich mit voller Überzeugung, dass Heilung der hundertprozentige Wille Gottes ist. Von Jesus lesen wir in Lukas 6, Vers 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Nicht 10%, alle. Von den ersten Christen lesen wir in Apostelgeschichte 5, die Verse 12 und 16, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem herum und sie brachten Kranke von unreinen Geistern Geplagte und sie alle wurden geheilt. Ich habe verstanden, dass Gott immer heilen will und dass er dazu uns, die Gläubigen, gebraucht und dass ich es lernen darf, am Mund Gottes zu bleiben, um Worte der Heilung von ihm zu empfangen und sie an Kranke weiterzugeben. Und dann werden sich Resultate einstellen.
Heute bin ich mir sicherer denn je, Gott will durch uns, durch dich und durch mich, Kranke heilen. Bete mit mir heute. Danke, Vater, dass du mit mir Heilung zu den kranken Menschen bringen willst. Gib mir heute Gelegenheiten für Menschen zu beten, damit deine Liebe und deine Kraft sichtbar wird. Amen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.